herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Es geht um die Vorbesteller-Bonis von Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur. Weltweit gibt es da ganz, ganz verschiedene Dinge. Japan natürlich wieder favorisiert, aber wir bekommen auch was ab. Zunächst ein kleiner Hinweis. 88,8% meiner Zuschauer sind noch keine Abonnenten. Ihr dürft gerne abonnieren, würde mich freuen, eure Unterstützung ebenfalls zu bekommen. Ich persönlich habe mir das Doppelpack von Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur vorbestellt, wegen einem Steelbook, wo ich überhaupt nicht weiß, wie es aussehen wird. Aber das Ganze wurde jetzt gelüftet und welche Vorbesteller-Boni es gibt, das zeige ich euch jetzt in meinem Video. Mit dem Doppelpack erhalten wir zu Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur ein Steelbook und das in einer goldenen Farbe gehalten. Auf der Vorderseite das legendäre Pokémon Miraidon und auf der Rückseite Koraidon. Was ich mich immer nur frage, warum es immer in Gold sein muss. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte mich für ein anderes Artwork entschieden, denn es sind genau die gleichen Grafiken wie auf dem Umkarton. Ein besonderes Artwork wäre hier doch wesentlich cooler gewesen, oder wie seht ihr das? Sollten die nächsten beiden Vorbesteller-Boni kommen, dann kaufe ich mir wahrscheinlich 4 Editionen. Es ist bisher immer noch nicht offiziell, dass wir in Deutschland, Österreich oder der Schweiz überhaupt ein solches Steelbook beim Kauf der Edition bekommen, aber diese Steelbooks sehen wesentlich besser aus als das goldene. Auf der Frontseite das jeweilige legendäre Pokémon und auf der Rückseite das Symbol der jeweiligen Akademie. Sollte ich natürlich irgendwo aufschnappen, dass wir sowas irgendwo bekommen könnten, dann werde ich euch direkt informieren, also es lohnt sich auf jeden Fall den Kanal zu abonnieren. Für Vorbesteller in Japan gibt es unter anderem einen Acrylhalter für eine Pokémon Trading Card. Beim japanischen Toys R Us Händler wird es ein Puzzle dazu geben und eine Buchstütze mit einem neuen Artwork der Paldea Starter. Richtig coole Aktion, in Japan müsste man leben. Doch das war leider nicht alles. Sie kriegen noch etwas, was ich unglaublich gerne haben will. Und ich glaube, es wird sehr teuer sein, das zu importieren. Sie bekommen einfach mal ein Artbook. Wirklich jetzt? Wieso kriegen wir solche coolen Sachen nicht? Auch die Fans außerhalb von Japan sollten irgendwie mal ein bisschen beachtet werden. Falls ihr eine Seite kennt, wo man das schon vorbestellen kann, dann einfach unten in die Kommentare damit, würde mich interessieren und find's einfach nur schade, dass wir sowas eben nicht bekommen. Bestellen wir die Spiele in den Pokémon-Zentren in USA, Kanada oder Großbritannien vor, erhalten wir einen speziellen Rucksack mit einzigartigem Blumendesign. Wow! Lohnt sich auf jeden Fall, die Zollgebühren zu zahlen und die Spiele zu importieren. Auf der offiziellen Website zu Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur sollen außerdem in Kürze Wallpaper auftauchen, womit wir Desktop, Tablet und Handy ins Pokémon-Design bringen können. Außerdem wird bei der französischen Händlerkette Micromania eine Figur gelistet, wie damals bei Schwert und Schild mit den Startern der Paldea-Region. Doch das soll es noch nicht gewesen sein, auch wir bekommen einen exklusiven Vorbesteller-Bonus. Achtung, bleibt gespannt, jetzt kommt er. Ist das nicht traurig? Wir erhalten gar keinen Vorbesteller-Bonus, wir bekommen nur einen Frühkäufer-Bonus. Ein besonderes Pikachu, nur bis zum 28.02.2023 und ein sogenanntes Abenteuerset mit sämtlichen Items. Mann, Mann, Mann. Das war's erstmal für uns in Deutschland, Österreich und Schweiz. Mehr kriegen wir tatsächlich momentan nicht, aber erfahrungsgemäß dauert das ein paar Wochen, bis Mediamarkt nachzieht, Amazon, Saturn und so weiter, alle Händler, die eben hier erreichbar sind. Wenn ihr mehr Details zu Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur erfahren möchtet, dann klickt euch direkt durch die komplette Playlist, dann seid ihr auf jeden Fall bestens informiert. Wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Video.